Hallo liebe Zuschauer, wie ihr gerade seht, bin ich nicht alleine auf der Map, das heißt, ich mache wieder ein Let's Play Together mit Ufermann LP. Genau, da sind wir wieder. Und wir haben uns letztes Mal schon ein Haus gebaut, das auch wirklich gut aussieht, finde ich. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal, wir sollten jetzt noch ein bisschen Holz abbauen und die Gegend ein bisschen schöner machen. Ja, nicht? Und vielleicht, dass wir uns eine Eisenaxt machen und in den Dschungel gehen und dort ein bisschen Holz holen, damit wir nicht immer nur Eichenholz haben. Ah, okay. Was sagst du dazu? Ja, na, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch mehr Lebensmittel und noch mehr Eisen und Kohle erstmal vielleicht. Also, dass man da Ja, im Prinzip dann gehen wir jetzt, das machen. Ja, gehen wir runter dass mal. man da in der Hinsicht abgesichert ist, aber Werkzeug bauen zuallererst, natürlich. Gut. Dass man da ein bisschen abgesichert ist und dann, wenn man dann für 2, 3 Tage Lebensmittel hat und ein bisschen Eisen, dann am Haus wieder weitermachen. Okay. Hast du dein Eisen schon oder habe ich das noch irgendwo? Ich habe mein Eisen schon eingepackt. Also ich habe mir einfach 10 rausgenommen, wenn das okay ist. Ja, ich habe es ja eh aufgeteilt, das passt eh. Gut. Gucke ich mal, was ich damit machen kann. Spitzhacke ist wichtig. Eine schöne. Eine Schaufel ist nicht wichtig. Eine Axt ist auch Nein, die nicht wird zu schnell wichtig. kaputt. Ein Schwert ist wichtig. Also vielleicht ein Schwert und 2 Spitzhacken. Ja, mache ich auch so. Ja. Dann habe ich sogar noch 2 Eisen übrig, die lasse ich aber hier. Gebe ich auch wieder in die Kiste. Sehr gut. Gut, ein Schwert, 2 Spitzhacken. Die Holzspitzhacke entsorge ich jetzt noch schnell irgendwo. Die brauche ich nicht mehr. Einfach Okay, da. jetzt mache ich noch was in die Kiste rein und dann können wir los. Nimmst du deinen Bogen auch mit? Ja. Meinst du nicht mitnehmen, oder? Nein, doch, passt eh. Ja, dafür haben wir ja. So, ich. Ich nehme auch immer ein bisschen Holz mit neuerdings, wenn ich unterwegs bin. Immer so 10 Holz oder so. Kann nicht schaden. Fackeln habe ich genug. Stöcker brauche ich nicht. Fleisch, Zombiefleisch nehme ich. Okay, ich hab Ich alles. habe für dich auch noch ein bisschen Fleisch einpackt, also gleich mal. Und das kannst du auch haben. Oh, jetzt habe ich aber richtig viel. Na gut. Und ich habe sogar noch eine Werkbank dabei. Also alles bestens. Ich habe dir noch Schuhe gegeben, die du anziehen kannst. Ich Schuhe? habe nämlich. Hast du dem ge. Ich habe 4-mal Leder gehabt und habe dir einfach mal Schuhe gemacht. Cool, danke. Na, das sieht ja Gut. geil aus. Es geht doch nichts über so ein paar anständige Lederschuhe. Gut, wo bauen wir uns eine Höhle? Also suchen wir uns eine oder bauen wir uns selber eine? Ich würde gerne mal unter dem. Ach so, selber ein. Nö, eine Suchen ist jetzt für die Zuschauer, denke ich mal, abenteuerlicher. Wir können. Erstmal hier Was unten. ist da? Hier mal gucken, dachte ich mal, genau, unter unserem Dings hier. Da habe ich auch irgendwo Kohle gesehen noch vorhin. Die ist da drüben, warte. Aber war nicht viel. Gut, viel werden wir hier nicht finden. Vielleicht sollten Da wir. ist Kohle. Oh. Hier ist Kohle. Ach nee, nicht schon wieder. Oh, aber ohne Ende. Ja, Es regnet schon da wieder. müssen wir jetzt mal durch, glaube ich. Ich wette, das ist, weil wir so nah am Regenwald sind. Ja. Gut. Ja, 12 Kohle habe ich schon mal wieder. Und wir sind ja auch nicht die Typen, die jetzt den Regen einfach abstellen, sondern wir ertragen den ja. Wir sind Männer, wir ertragen das. Genau, obwohl ich schon Wir sind klitschnass Zombie. bin. Meine Schuhe, wo bist du denn? Du bist weg? Hier? Ach, da. Da. Okay, komm, rennst du zwischendurch auch? Ich benutze diese Rennfunktion eigentlich kaum. Aber muss. Ja, ich auch nicht Ne? eigentlich. Okay. Nur wenn ich Survival Games spiele, dann laufe ich halt die ganze Zeit, aber sonst Ja. eigentlich nicht. Gehst du jetzt zu der Höhle, die wir schon, wo wir schon mal waren? Oder? Nein, ich gehe einfach mal davor, weil ich weiß, dass da irgendwo von hier aus sollte ich irgendwo Kohle sehen, ja. Hast du unser Nein, Haus gut. in der Map markiert? In der Minimap? Nein, noch nicht, weil das eh so übersichtlich ist. Das sehe ich von Okay, weit weg. okay. Also wenn ich die Minimap auf groß stelle, sehe ich unser Haus immer. Okay.
So, da vorne ist noch Kohle, genau unter unserem Haus. Das können wir auch noch holen, wenn du magst. Genau, das meinte ich. Und da ist eine Spinne, das heißt, ich kann mir auch gleich einen neuen Bogen machen dann. Guck mal, und das Speer. da oben. Oh, ey, ey, zwei Spinnen. Double Time. Achtung, umdrehen. So eine Frechheit. Guck mal, da oben über dem Baum, da schwebt eine entsorgte Spitzhacke. Schaut cool aus. Ja. Oh. Das ist normal mit dem Blitz und Donner? Ja, das gibt's eh schon länger. Wow. Ich habe übrigens einen Server gefunden, so einen Hunger Games Server, der auch funktioniert mit der 1.5.1er Version, also ohne Lags und so endlich wieder. Aha. Das heißt, ich kann natürlich auch wieder Hunger Games Aufnahmen machen. Also wenn du willst, einfach nur Bescheid sagen, ja? Ja, können wir mal Oder machen, spielen aber da magst. würde ich jetzt nicht so eine Serie draus machen, sondern mal so eine Nein, das ist einfach nur spontan spielen, hin und wieder. Einzelaktion, ja. Ja. Vielleicht, wenn du wieder da bist aus deinem Skiurlaub oder so. Ja, können wir machen. So, da oben kommen wir gar nicht ran an die Kohle, wa? Nein, wir könnten ein bisschen eher. Warte mal. Oder hier Irgendwie unten. kommen wir ran. Oder ob wir uns hier unten einfach reingraben. Auf welcher Ebene sind wir denn? 68 ist ja total Wir hoch. könnten, wir könnten, wir könnten uns hier einfach in den Steher hineingraben. Hier. Ja. Und danach ja das auch schöner machen mit Tür und allem. Finden wir hier auch Eisen auf der. Eher weniger. Das ist viel zu. Nein, hier hinein und dann hinunter. Ach so, und dann Meine ich. hinunter, okay. Warte mal, ich baue uns noch kurz Leitern. Ich gehe noch kurz nach oben und hol Leitern. Oder hast du eine Nein! Willst du mich hier alleine lassen? Werkbank da? Ich habe eine Werkbank dabei, ja. Na dann kann ich es auch hier machen. Ich habe noch viele Sticks dabei. Das wäre ein Ding gewesen. Im Dunkeln mit Regen. Alleine. Da unten ist, unter dir. Ah, okay. Gut, wie viel brauchen wir? Ich mache jetzt einfach mal 6 mal 3. Das sollte passen. La 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 UFO-Mann ist immer noch gut drauf. Jo. Und du? Sehr gut sogar. Macht Spaß. Das ist schön. Das ist schön. Gut. Bauen wir uns da einfach mal gerade hinunter. Ich habe jetzt 18 Leitern, das heißt, wir können uns 18 Ebenen weiter runterbauen Okay. und suchen dann halt mal, oder? Ja. Ob wir vielleicht irgendwo Höhlen finden in der Nähe. Ja. Man kommt ja oft Eins. dann automatisch auf Höhlen auch. Ja. Ja. Gerade hier unter so einem Berg ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering. Ich baue mal eine Fackel. Und noch ein Stück runter. Gut. Ui. Ich wurde gerade von einem Creeper weggebombt hier. Lebst du jetzt noch, oder? Ja. Okay. Er hat uns hier den Vorplatz ein bisschen. Ich komm gleich rein. Ich hatte eine Tür noch schnell gebaut, damit Okay. so eine Kunden wie der hier nicht reinkommen. Bam, bam, badam, bam, bam, die Tür wird gebaut. Oh, du bist ja schon unten. Ja, ganz unten. Mehr Leitern haben wir im Moment nicht. Warte mal, ich kann noch ein paar machen, glaube ich. Also Weil wir sind. ein wenig Holz habe ich auch noch, aber ein bisschen Sicherheitsholz sollte man auch dabei haben. Ich Ich habe. habe kein Holz dabei, ich habe nur Sticks dabei. Ach so, Noch. ich habe noch 10 Holz. Brauchst du die? Nein, nein, heb du das dabei auf. Okay. Für Notfall. Wow, ist das schon tief. 18 Ebenen hinunter ist das. Die Werkbank stellen wir uns lieber hinein, würde ich sagen. Okay. So. Gut. Sicher sind wir. Ich mache einfach noch ein paar Leitern. Mal schauen, wie tief wir dann kommen. Und musst du essen wieder? Guck auf dein Essen. Nein, ich muss nichts essen. Bei Gelegenheit müsstest du mir das nochmal erklären mit diesen Erfahrungspunkten, weil was ist, ich hab da gar keine Ahnung, hab das jetzt irgendwie gesehen, dass da irgendwie das irgendeine Rolle spielt. Das mit den Erfahrungspunkten, das ist einfach nur dafür da, dass du, wenn du dir nachher so einen Verzauberungstisch machst, weißt du, was das ist? Ja, Kennst du das schon? ja. Da kannst du dir dann eben deine Sachen verstärken. Zum Beispiel,
In ein Schwert kannst du Ja. Bonis reinhauen, also so Schärfe und so weiter. Und das verbessert halt die Sachen Ach so, einfach. und dafür brauche ich sie. Dafür brauchst du auch Level. Also beim Verzauberungstisch dann gibt es eben verschiedene Stufen. Und da kann es sein, dass du 30 Level brauchst zum Beispiel und bekommst dafür aber bis zu drei sehr gute Bonis hinein und lauter so Sachen. Ach so. Sind eigentlich nur so Spielereien, die ich dann noch irgendwann erklären kann, wenn wir das mal machen. Ja. Also die, Weil das dauert dann ein ja, bisschen. die sammeln sich jetzt einfach an bei mir, diese Ja. Punkte Das sozusagen. Blöde ist halt, wenn man stirbt, sind sie weg. Das ist halt. Ach, die sind komplett weg dann. Okay. Aber du kriegst sie ja überall, sogar wenn du Kohle abbaust und so weiter. Ja. Und ich höre Zombies Oh, in der Entschuldigung. Nähe. Ja. Bauen wir uns Das. mal in ein paar Richtungen und schauen, Ja, dann woher das kommt. könnte durchaus sein, dass hier eine Höhle ist. Ups. Mich hat doch eben jemand geschlagen. Das war ich. Du warst bei mir in der Nähe. Ach Deshalb, so. Entschuldigung. Ich habe die Höhle gefunden. Wirklich? Ja. Okay, warte mal kurz. Ich muss kurz das Mikro abdrehen, ja? Ja. So, und jetzt, ach du Scheiße. So, hört man mich wieder? Ja. Okay. Jetzt können wir hier loslegen mit der Ab Erkundung. geht's, wir rocken jetzt die Höhle. Genau. Da ist gleich mal Wa oh, Eisen ein bisschen. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ein bisschen Bam, bam, Eisen. bam, bam. Na, wenn das sich mal nicht gelohnt hat. Naja, ein bisschen. Naja, wir haben uns erst ein bisschen hinuntergegraben und haben jetzt schon Eisen und so. Bauen wir da mal Stufen. Ja. So sollte es passen. Jetzt habe ich eine Stufe da entfernt wieder. Ist schon wieder da. Okay. Und eine Fackel. So, in Ja. welche Richtung gehen wir? Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Essen. Sehr gut. So, such du aus, wo wir hingehen. Hier. Da ist mal ein bisschen Kohle. Und Eisen. Oh, da haben wir aber Glück gehabt hier. Gleich so eine schicke Höhle. Und wir sind ja gar nicht mal so tief. Achtung, das ist ein Enderman. Und ich habe ihn angeschaut. Verdammt. Was? Enderman. Was passiert denn, wenn man den anschaut? Dann greift er dich an. Also wenn du ihn ansiehst und anvisierst, greift er dich an. Muss ich jetzt ab. Oh. Getötet. Na also. Wir haben eine Enderperle. Der macht aber auch Damage. Jetzt schon. Wozu ist denn die Enderperle? Kann man damit fliegen? Mit der Enderperle kann man sich, ich weiß nicht, ob das nur auf den Hunger Games Servern so ist oder auch im Einzelplayer, teleportieren eigentlich. Ah ja. Also wenn du dich so, wenn du die wegwirfst in die Richtung, wo die halt hinfliegt, kannst du dich dann teleportieren. Ah. Aber du musst dann noch Enderaugen machen, irgendwann damit du der End findest. Das ist auch sowas wie die Hölle. Das habe ich schon mal gesehen, da muss man dann gegen den Drachen kämpfen, ne? Ja, das habe ich schon mal gemacht, das ist wirklich geil, Ja. kann ich schon mal sagen. Aber ja. Da, so weit muss man erstmal kommen. Also da Ja. müssen wir schon viele Folgen machen. Ja. Da ist noch ein bisschen Kohle. Ja. Kohle, Für Kohle, uns Kohle. ist ja jetzt auch im Moment Kohle und Eisen, wenn es geht, wichtig. Wenn wir jetzt hier Redstone finden, würde uns das ja im Moment gar nicht so viel nützen, oder? Wie? Also Eisen wäre ja viel besser, oder? Ah, ja, wirklich. Also Eisen, Redstone bringt uns noch nichts, nur derweil Diamanten und Eisen. Ja. Gold ist im Moment auch schon unnötig, also mittlerweile meine ich. Ja. Weil Gold ist ja genauso schnell kaputt wie ein Holzschwert zum Beispiel. Ja. Und deshalb Gold braucht man nur noch, um goldene Äpfel zu machen oder so. Oder Kompass und Uhr. Aber Kompass und Uhr brauche ich nicht, weil ich eh die Minimap habe. Ja, dann braucht man das nicht mehr. Und Uhr ist mir ziemlich. Da unten ist noch eine Höhle. Cool. Und Eisen. Sehr geil. Gehen wir da gleich hinunter oder? Ja. Ah, das ist keine Höhle, glaube ich.
bin in ein Wasserloch gefallen. Das ist definitiv ein unterirdischer Wasserschacht. Ja, aber weitergehen tut's da leider nicht mehr. Nee? Nein. Naja. Also wieder ab nach oben. Ja. Wenn es hier nichts gibt, dann gibt es hier nichts. Ja, und wenn wir dann genug Eisen und Kohle haben, dann könnte man vielleicht noch mal einmal durch die Wiese durchrennen und diese Hunderte von Schweine töten. Und dann haben wir richtig viel Lebensmittel, viel Kohle, viel Eisen. Und dann können wir ja im Prinzip dann 3 Folgen irgendwas machen, worauf wir Lust haben, ohne uns um Rohstoffe. Also wie zum Beispiel Holz abbauen oder Haus bauen oder so. Ja. So mal als Idee. So eine Getreidefarm mag ich dann irgendwann Ja, machen. Getreidefarm ist auch cool. Also für den Anfang mal eine normale, aber später mag ich dann noch eine machen mit Redstone und so weiter, dass sich die von alleine abbaut. Ah ja, habe ich auch schon gesehen. Man kann ja so ziemlich krasse Maschinen auch bauen. Ja, sowas habe ich eh auch schon mal gemacht. Und das ist wirklich sehr praktisch, weil du drückst einfach auf einen Hebel und dann kommt das Wasser, spült da das alles bis zu dir her und du musst eigentlich nichts machen. Ja. Nur halt nachher wieder anbauen. Fertig. Also ist wirklich praktisch. Schauen wir uns noch das andere Ende an von der Höhle. Ich fand ja schon diese Trittplatten, die habe ich vor 2 Tagen erst entdeckt. Also, weil bei Minecraft gibt es ja kein Tutorial in dem Sinne. Da muss man sich das ja alles irgendwie suchen im Internet. Und ich bin ja jetzt auch noch nicht so in der großen, also nicht so, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Verwandten oder Freunde, die Minecraft spielen. Deshalb muss ich mir das irgendwie alles selber rauskriegen. Oh, Achtung, Creeper-Alarm. Wo? Ah! Ja. Wo ist denn der? Wo kommt der her? Aus irgendwoher, wo. Wow. Oh, irgendwoher, wo dunkel war. Okay. Ja. Den wollte ich halt nochmal erwischen, damit er nicht explodiert und ich vielleicht gleich Gunpowder bekomme. Hat leider nicht funktioniert. Naja, jedenfalls habe ich dann gesehen, dass irgendwie bei den Let's Plays immer, die sind immer rausgegangen und mussten die Tür nicht zumachen und trotzdem hat es aber geklappt. Und dann habe ich geguckt und gesucht und aha und Trittplatten und ganz einfach. Das sind so manchmal Sachen, genau wie die Schilder, wo ich immer denke, ja, sowas kann man halt später mal bauen, wenn man Profi ist. Und wenn ich dann aber rauskriege, ach guck mal, das ist so einfach, ich könnte gleich am ersten Tag eine Trittplatte bauen. Aber wenn man es nicht weiß, dann kommt man nicht drauf. Ich setze mich ja nicht hin und probiere da irgendwie mit dem Holz stundenlang rum, um diese Rezepte rauszukriegen. Ja, das stimmt eh eigentlich, ja. Und wenn man es Kenne ich dann eh. weiß, ist es echt praktisch. Was ich auch praktisch finde, ist, das ist jetzt eh schon länger, so Gott sei Dank, aber diese Stufen, dass man diese machen kann, also dass man nicht nur Ja. einen ganzen Block hat, sondern auch nur einen halben. Damit kann man auch wirklich geniale Sachen bauen. Ja, finde ich auch geil. So Randverzierungen, so. Aber man muss ja auch sehen, als es diese riesige Community noch nicht gab, da müssen ja ganz am Anfang die ersten Minecraft-Fans, die haben sich das halt wirklich alles noch selber erarbeitet, dass sie die Rezepte, Es, die haben so nein, lange. da gab's schon Tutorials und so von Minecraft Ach so, gemacht. aha, okay. Und Minecraft hat auch einige Leute angestellt, die dann Tutorials gemacht haben und im Wiki, beim Minecraft-Wiki ist alles erklärt. Ach so, das ist auch, da hängt auch Mojang hinter in dem, bei dem Minecraft-Wiki. Ach so, Und okay. dann gab es auch eben so Sachen wie Minecraft-crafting.net. Ah, okay. Und wie der Name schon sagt, das zeigt ja, wie du Sachen craftest. Ah, gut. Und da konnte man eben nachschauen, wie man sich Sachen craftet und viele Leute haben es dann einfach ausprobiert und so. Ja, Habe ich auch so gemacht. ja. Dann habe ich Ausprobiert und herausgefunden, wie das. irgendwas falsch. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es von Minecraft gar keine Hilfen gibt, so und die. Nein, nein, also nicht von Minecraft direkt, aber viele Leute haben dann einfach dieses also manche Leute haben dann eben so Hilfen erstellt, ja. Das ist ja krass. Hier, guck dir mal diese Höhle an. Hier, dieser Raum, der sieht aus wie Die von sind einem, generiert, ja. ja, wie Das von so ist einem, schon cool. als wenn ein Mensch den gebaut hätte. So schön rund und so, das gibt's auch noch nicht so lang, dass solche Räume generiert werden. Ach so. Ich finde das total cool auch. Wie so eine unterirdische Zombie-Kapelle oder so. Ja, das wäre mal eine gute Idee, wenn man die Dungeons, wo die Zombies und so spawnen, nicht mehr so viereckig macht, sondern so irgendwie, so rund. Ja. Wird doch viel besser auch schon, oder? Ja. Also für die Zombies schon, weil die ja im Prinzip eine niedere Intelligenz sind und vielleicht dann auch in der Lage sind, solche ganz einfachen Räume sich zu schaffen. In der Fantasie so. Hm.
Also, so dass man das Gefühl hat, hier, guck mal, die leben hier wirklich. Hier ist so eine Wohnhöhle von einem Zombie oder so. Ja. Und was ich irgendwie blöd gemacht finde, ist, dass man in Minecraft das Kettenhemd, das kennst du sicher auch schon, Ja. also diese Rüstung, Nee, die kann. Kettenhemd kenne ich nicht. Ich kenne nur Eisenrüstung bis jetzt. Ja, es gibt auch Kettenhemd und so weiter. Und das muss man sich aus Feuer craften. Aber Feuer kann man gar nicht abbauen. Da hat sich jemand nicht viel überlegt. Ach so. Wo bist du eigentlich hin? Hier ist gut. Man kann mich ja nicht hören. Oh, hier ist Gold. Ich habe Gold gefunden. Gleich mal abbauen. Warum auch immer. Und wenn wir uns daraus einen goldenen Klumpen machen, den wir auf die Spitze vom Dach machen. Oh, 4 Gold. Da unten ist Lava. Wir sind ziemlich weit unten. Ja? Und Kohle finde ich da auch Oh, Ebene noch. 28. Hier geht's richtig ab. Ich mache hier mal eine kleine Sicherung und dann können wir da Kohle und Eisen noch abbauen. Ja. Oh Mist, jetzt habe ich das Eisen. Ich dachte, das fällt gleich bei dir rein. Egal. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Mir sind die Folgen eigentlich fast zu kurz, aber Wie, diese 20 Minuten folgen oder wie? wenn ich, fürs Angucken gar nicht. Also fürs Angucken finde ich. Nein, nein, Stirbst du? nein, nein. Nein, nein, nicht wirklich. Hier ist nur einer. Aber ich dachte, ich falle in die Lava rein. Ich bin dann, der hat mich heruntergeschubst. Wie groß die, da drüben ist Lapis Lazuli. Und die, dass ich das beim Angucken merke. Also ich will ja dem Zuschauer nicht was zumuten, was ich nicht selber auch finden würde. Und ich merke Achtung, halt, Achtung, bleib stehen. ich habe wirklich keinen Bock, mir eine 40, 50 Minuten, ich habe auch gar keine Zeit, mir so eine lange Folge anzugucken. Und deshalb will ich das auch meinen Leuten, die sich meine Folgen angucken, irgendwie nicht zumuten. Wisst Aber ihr? zum Spielen ist es einfach irgendwie. Genau, und zum Spielen ist es aber so, ich könnte jetzt hier locker 2 Stunden spielen oder so. Aber wenn ich es halt hochladen will, dann muss ich es schon irgendwie in Folgen dann auch unterteilen. Wieso baust du die Lavafelder so zu? Damit man sicher ist, oder? Nein, das ist egal, weil schau mal davor, Damit ich da wenn du nicht davor reinfalle. schaust, das sind überall Lava. Also wenn du das alles zubauen willst, dann brauchen wir Jahre. Ach so. Also immer nur mehr so eine Art Durchgang sich bauen, wo man. Oh, da hinten ist Redstone ohne Ende. Hier. Alter. Hier auch. Ich habe gerade Lapis abgebaut auch. Da ist überall Redstone, Lapis. Kann es sein, dass das eine super geile Map ist? Wir sind in einem Canyon drinnen. Verdammt, verdammt, wo ist das Skelett? Oh. Wow. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Ja. Ich komme. Ich habe einen Slime Ball. Oh, krass, ey. Und genau jetzt hört die Folge so auf, so langsam hier. Was? Ja, ist schon wieder 19 Minuten, 23 Sekunden. Dreh dich mal um und schau da nach oben. Da ist überall Gold, Eisen, Lapis Lazuli, Ja, also Redstone. ich würde mal sagen, wir machen dann noch eine, oder? Oder Ja, wird's dann sicher machen wir zeitlich heute. knapp? Nein, nein, ich habe eh Zeit. Ich habe Ferien. Ich hocke die ganze Zeit zu Hause, mache nichts. Okay. Ach so, aber Mittagspause dann irgendwie noch machen? Für dich jetzt? Nein, nein, passt schon. Okay. Essen kann ich auch später. Gut, dann machen wir an der Stelle jetzt mal Schluss und dann in der nächsten Folge könnt ihr dann zugucken, wie wir Milliarden, unendlich viele Rohstoffe abbauen und uns gegen die Zombies und Monster verteidigen, die uns daran hindern wollen. Wird sicher lustig. Ja. Gut, na dann, ciao Leute. Tschüss.